Hey Leute, Coach Steph hier, heute auf dem MyProtein Deutschland Kanal und ich erkläre euch die richtige Ausführung der Technik zu den Skull Crushers. Viel Spaß! Der Trizeps besteht, wie der Name schon sagt, aus drei Köpfen, deswegen Trizeps. Und da haben wir einmal den äußeren Kopf hier, ich weiß nicht, ob man sieht, das ist so diese Schlange, die sich hier runterzieht. Und einmal haben wir den hinteren Kopf auf der Hinterseite vom Arm. Ja, ich weiß nicht, wenn das Licht gut ist, sieht man es. Und der dritte Kopf, der verläuft innen vom Arm. Den sieht man so optisch nicht. Und wenn man aber einen schönen, großen Arm haben will, sollte man auch gucken, dass man diese beiden äußeren Trizepsköpfe auch richtig trainiert. Denn der Trizeps macht 2/3 eures Armes aus. Also wenn ihr dicke Arme haben wollt, Trizeps, nicht Bizeps. Trizeps macht 2/3 aus. Und dazu müssen wir verstehen, was die Funktion eines Muskels ist, damit wir wissen, wie wir ihn trainieren müssen. Und der Trizeps hat als Funktion die Streckung des Armes. Fertig. Nur das. Er streckt nur den Arm. Ob ihr jetzt die Stange so greift oder so greift, hier hört die Rotation im Ellenbogen auf. Das entscheidet tatsächlich gar nicht so arg, welchen der drei Köpfe ich wirklich trainiere. Deswegen, ob ich am Kabelzug, mit der Stange oder mit dem Seil trainiere, ist nicht wirklich interessant. Was interessant ist, ist die Stellung vom Arm im Raum. Denn wenn ich meinen Arm nach oben nehme und der Ellenbogen nach oben zeigt, dann arbeitet mehr dieser lange hintere Trizepskopf. Ihr könnt ihr mal selber mitmachen. Stellt euch mal hin, nehmt den Arm hoch, legt euren Finger hier drauf und jetzt spannt mal den Trizeps aktiv an. Da merkt ihr, jetzt wird der hier angesteuert. Von daher habe ich heute den Skull Crusher und die French Press. Das sind beides Übungen, die ihr mit dem eigenen Körpergewicht oder mit Gewicht machen könnt, um eben diesen hinteren Kopf zu treffen. Fangen wir an. Wir fangen mit dem Skull Crusher an. Ist eine Übung mit dem eigenen Körpergewicht, weil ich denke, jeder von euch hat daheim eigenes Körpergewicht und kann damit arbeiten. Wir brauchen dazu eine Kante. Ich habe jetzt hier diese Bank. Ihr könnt daheim eure Tischkante, Sofakante, Bettkante nehmen. Irgendwas, was so ungefähr auf Kniehöhe ist. Und ich mache jetzt einfach mal die Bewegung und erkläre danach, auf was ihr achten müsst. Ja? Also fangen wir auch gleich mit dem Griff an. So ein bisschen enger als schulterbreit an die Kante drehen. Einen Meter von der Bank weg, die Knie entriegelt, schön locker, Rumpf anspannen und dann gehen wir mit dem Kopf unter die Bank, hier runter, beugen die Arme dabei, gucken, dass der Bauch angespannt ist und atmen jetzt aus, während wir uns aus dem Trizeps hochdrücken. Langsam runter, kontrolliert und arbeiten hier unsere Wiederholungen ab. Wichtig hierbei ist, dass wenn ihr runtergeht, die Ellenbogen auch wirklich nach vorne zeigen und hier nach oben stehen. Also nicht nach außen wandern, keine Ausweichbewegung. Wir wollen ja den Trizeps trainieren. Dazu müssen wir auch die Übung machen, dass sie auch wirklich da ankommt und nicht einfach irgendwas. Das heißt wirklich Arm hoch und hier wird rausgearbeitet. Ihr könnt so ein bisschen den Winkel verändern, wenn ihr weiter wegsteht, ist natürlich mehr Körperspannung gefordert. Wenn ihr ein bisschen enger geht, ist für viele Leute leichter zu kontrollieren und dann könnt ihr arbeiten. Wie gesagt, ich weise noch einmal darauf hin. Arm hoch, damit ihr auch wirklich hier den langen Trizepskopf hinten trefft. Machen wir mit der nächsten Übung weiter, die sogenannte French Press. Ist im Prinzip die gleiche Bewegung, der Muskel hat immer noch die gleiche Funktion, nur nehmen wir jetzt zwei Kurzhanteln zur Hilfe. Viele von euch trainieren halt daheim, habt bestimmt irgendwo ein paar Hanteln rumstehen, die könnt ihr jetzt abstauben und dann zeige ich euch, wie wir die Übung hier machen. Also Kurzhanteln aufnehmen, wir brauchen auch hier wieder eine Bank oder irgendwas, wo ihr euch drauflegen könnt, von mir aus auch euer Sofa, euer Bett, ist komplett egal. Legen uns einmal hier gerade hin und nehmen jetzt, wie vorhin auch, die Ellenbogen nicht nach vorne, sondern wirklich nach oben zeigen, dass der Arm im Raum nach oben steht und gehen von hier gestreckt die Arme hoch, langsam runter kontrolliert und die Luft raus, hoch, Bauch anspannen, atmen dabei, wir gucken auch hier dabei darauf, dass die Ellenbogen nach vorne zeigen, ja, also nicht zur Seite rausgehen, ist so eine typische Ausweichbewegung, wenn es schwieriger wird, wirklich nach vorne hoch und dann wird hier über Kopf gearbeitet. Kommen wir zur dritten Möglichkeit, nämlich die French Press mit der SZ-Stange. Das ist so typisch fürs Fitnessstudio, das seht ihr häufiger. Und hier achtet bitte dabei darauf, dass ihr den engen Griff wählt. Ja, es gibt ja bei der SZ-Stange breit und eng. Wir nehmen den engen Griff, haben die Bank so ein bisschen positiv eingestellt, einfach, dass wir einen schönen Winkel hinbekommen. Bisschen Körperspannung, Hintern auf der Bank, Bauch angespannt, nehmen die Hantel nach oben, führen jetzt auch wieder, wie vorhin, immer dasselbe, die Ellenbogen richtig hoch, müsst halt weniger Gewicht nehmen und dann hier runter, hoch, runter, Ellenbogen zeigen nach oben, wandern nicht nach außen ab und wir arbeiten hier. Mit der Zeit merkt ihr, ihr wollt immer hier weiter hergehen, was einfacher ist, aber wir wollen wirklich hier mit den Ellenbogen zurück und hier die Arme strecken. Und hier arbeiten. Auch wieder schön. Luft raus, langsam runter. Luft raus, langsam runter.
und hier wird dann gearbeitet. Das war's für heute. Ich hoffe, das Video hat euch nicht nur gefallen, sondern euch tatsächlich einen Mehrwert für euer Training, für eure Progression geliefert, damit ihr eben weniger Fehler macht und tatsächlich den Muskel trefft, den ihr auch trainieren wollt. Wenn euch das Ganze gefallen hat, unbedingt den MyProtein Deutschland-Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren, damit ihr auch eine Benachrichtigung bekommt, damit ihr wisst, wenn ein neues Video online kommt und eben Daumen hoch geben, wenn euch meine Performance hier gefallen hat. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Coach Steph, wir sehen uns bis dann. Peace.